Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic Spotty Doch des Robben. Im letzten Part haben wir entspannt mit Lee geschnackt und setzen das jetzt erstmal fort. Und zwar, wie sieht's mit einer besseren Rüstung aus? Wie sieht's mit einer besseren Rüstung aus? Torloff hat noch einen Auftrag von Ona, der schon seit einiger Zeit erledigt werden muss. Kümmere dich zuerst darum. Dann reden wir über eine bessere Rüstung. Nice, alles klar. Ich werde ins Minental aufbrechen. Dass es dich nicht lange auf den Höfen hält, habe ich mir gedacht. Wenn du in die Kolonie zurückkehrst, dann halte die Augen nach Gorn offen. Die Paladine halten ihn dort gefangen. Gorn ist ein guter Mann und ich kann ihn hier gut gebrauchen. Also wenn du eine Chance hast, ihn zu befreien, dann nutze sie. Würde auf jeden Fall gemacht, alles klar. So. Also, um an eine bessere Rüstung zu kommen, müssen wir diese eine Aufgabe erfüllen. Alles klar bei dir? Alles klar bei dir? So, du willst also bei uns mitmachen. Hast du überhaupt schon eine vernünftige Waffe? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Wie bist du zu den Söldnern gekommen? Ich bin mit Silvia aus dem Süden gekommen. Wir waren in einer Söldnerarmee, die gegen die Orks gekämpft hat. Das war doch schon vorher klar. Was denkst du über Silvio? Der Typ ist gefährlich. Und viele der Söldner, die mit ihm hierher gekommen sind, hören auf ihn. Leg dich besser nicht mit ihm an. Okay. Was denkst du über Lee? Ich glaube, das Einzige, was Lee wirklich interessiert, ist, von dieser Insel runterzukommen. Er will aufs Festland. Hat da wohl noch eine Rechnung offen. Jedenfalls versteht er sein Handwerk um Längen besser, als Silvio das jemals könnte. Außerdem ist er ein guter Anführer. Die meiste Zeit kann man hier machen, was man will. Das klingt nach einem guten Anführer. Was für Waffen hast du anzubieten? Nur die besten. Sieh sie dir doch einfach an. Ja, zeig mal, hast du irgendeinen schönen, geilen neuen Bogen für mich, Alter? Das würde ich mir freuen. Das höre ich zum Drachenbogen benötigt 160 Geschicklichkeit, 140 Geschicklichkeit, 90 Geschicklichkeit, 30 Geschicklichkeit. Den haben wir schon. Das heißt, vor 90 Geschicklichkeit geht das hier nicht weiter. Drachenbogen, Alter. 160 Geschicklichkeit. Übel, Bruder. Übel. Okay, ich verkaufe hier mal ein bisschen Müll. Rostiges Schwert kannst du haben. Mein Rapier behalte ich erstmal noch für den Fall, dass mal was passiert und ich den dann im Notfall ausrüsten muss. Normalen Degen kannst du aber haben. Die 22 Teile kannst du auch haben. Okay. So, Ende. Ich quatsch mal noch weiter mit den Leuten. Söldner. Ona mal nochmal ansprechen, was er noch so erzählt. Vielleicht hat er ja noch irgendwas. Guten Tag, Vasili. Ich habe hier eine alte Münze. Zeig mal her. Oh ja, die bringt auf dem freien Markt nichts mehr ein. Ich zahle dir eine Goldmünze dafür. Genauso viel, wie sie einmal wert war. Cool, abgemacht. Bisschen wenig, wie wär's mit zwei? Nix da, ich bin doch nicht bescheuert. Verschwinde. Du Hund weißt, was ich dafür zu zahlen bereit bin. Eine Goldmünze, nicht mehr. Ist okay. Abgemacht. Gut. Wenn du noch mehr davon hast, weißt du ja, wo du mich findest. So. Interessiert an weiteren alten Münzen? Sicher? Hast du noch welche? Eine. Danke. Hier ist dein Geld. Bring mir alle, die du finden kannst. Also er sammelt hier diese alten Münzen, dann werden wir die nämlich mal los. Hat schon wer versucht, was zu stehlen? Einige. Und ich habe sie alle erwischt. Cool. Ende. So. Mal sehen, ob Ona noch irgendwas erzählt. Alles klar hier auf dem Hof? Das will ich hoffen. Dafür bezahle ich dich schließlich. Geh lieber zu Torloff und frag ihn, ob es was zu tun gibt. Zahl mir meinen Sold aus. Wo warst du die letzten Tage? Du hast dich nicht bei mir blicken lassen. Du könntest dich wer weiß wo rumgetrieben haben. Alles klar. Gibt erstmal noch keinen Sold. Der gute Bauer glaubt mir, ich muss mich wahrscheinlich jeden Tag mal melden, ne? Hat er nicht hier bei sich ein paar goldene Kelche rumstehen? Ich brauche nur noch einen goldenen Kelch irgendwo her, ne? Ist easy. Vielleicht gehen wir dann doch nochmal in die... Das hat er doch vorher gewusst. Hier nochmal eben kurz checken. Wie hier nicht noch irgendwo einen goldenen Kelch finden, weißt du? Seine Frau ist vielleicht ja jetzt nicht unbedingt da. Tagsüber sind sie vielleicht beschäftigt.
Ich erzähl dir doch nichts Neues. Meine Meinung will ja keiner hören. Hi, ihr zwei. Nein, keine goldenen Kelche. Gut, dann kümmern wir uns erstmal um die eine Mission, weil dann kriegen wir wahrscheinlich eine bessere Rüstung. Eine bessere Rüstung wäre, ob meiner Wurstigkeit, wahrscheinlich nicht verkehrt. Dann gehen wir mal los. Ich gehe mal ruhig einen kleinen Umweg durch den Wald und so. Dann können wir ja gucken, ob es wieder neue Gegner zum Plätten gibt. Das schadet sicherlich nicht. Sollen nicht wieder neue Banditen aufgetaucht sind? Es sei denn, das sind so eine geilen Halsabschneider wie der Typ gerade eben. Das war ja lächerlich. Auf der Brücke da. Gib mir Geld, sonst mache ich dich fertig. Ja, coole Idee. Sag mal, was du drauf hast. Das war wirklich lustig. Guck mal, hier ist so ein Weg. Wo führt denn der hin? Da ist auch noch so ein Schlossding. Wo geht denn das da hin? Jetzt bin ich aber mal neugierig. Den habe ich noch gar nicht gesehen, den Weg. Wo führt der lang? Bam, bam, bam. Okay, das geht hier hoch. Zu Banditen. Ah, scheiße, das ist Dexters Ding, oder? Ist das nicht der Ort, wo Dexter ist? Das ist der Ort, wo Dexter ist, ich bin mir sehr sicher. Karte der Heiligen Schreine. Landkarte Korines. Ja, da oben versteckt er sich. Das ist Dexters Ding. Gut, da gehen wir lieber erstmal noch nicht hin, da sollten wir, weil das sind viele Gegner. Also vielleicht kann man so mit dem reden, das probieren wir dann aus, aber ich würde sagen, bevor wir das machen, erstmal bessere Rüstung, Alter. Da habe ich ja keinen Bock jetzt reinzulatschen, auf die Fresse zu kriegen, aber dann haben wir das auch schon mal gefunden. Was für ein Zufall. Das hat ja jetzt ja wunderbar funktioniert. Eben zack, den Weg da entdeckt, den habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Weiter geht's. Ich gucke mich mal weiter um. Momentan sieht das hier sehr gegnerfrei aus. Hier ist der gute Grom. Mal gucken, ob es dem noch gut geht oder ob der vielleicht schon wieder was Neues hat. Grom, Junge, bei dir noch alles gut? Hey. Hey. Ah, ihm ist noch alles gut. So, dann ging das dahin zu den dicken Trollen. Die habe ich ja platt gemacht. Die sollten auch nicht wieder da sein, hoffe ich mal. Gab es denn hier auch einen Seitenweg dann zu dem anderen Banditenlager? Ich glaube nicht, ne? Nö, dann ist hier Sackgasse. Dann müssen wir durch den kleinen, dünnen Weg wieder hoch und dann seitlich in das andere Talkessel-Ding. Das sollte klappen. Siri, was willst du von mir? Nichts, ein Glück. Dü-dü-dü, gehen wir hier durch. Und dann in den anderen kleinen Talkessel, wo das Banditencamp halt war, ne? Da sind wir dann richtig. Genau, das habe ich auch gesagt. Dü, dü, dü. Dü, dü, dü. Dass hier so gar kein Spittelgedönse wieder zurückgekommen ist, ne? Gar keine Viecher. Hier ist alles immer noch safe. Na gut. Dim, 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 dim. Ich hoffe, wir schaffen das mit den Milizen. Wenn das nicht so viele sind, geht's vielleicht. Aber wenn das zu viele sind, ja, ihr wisst ja, ich und Nahkampf bei vielen Gegnern, das klappt so gar nicht. Bam, badadam, da brauche ich momentan immer noch Hilfe. Durch irgendwelche Monster. So, wollen wir mal hochgehen, wa? Und mal gucken. Und dann können wir ja doch mal wirklich ins alte Minental gehen. Ich habe ja schon ein bisschen Bock drauf, ne? Muss ja echt sagen. Zurück ins Minental. Gucken, wie es da ist. Lang ist's her. So, gucke, was hier bei den Bauern los ist. Erstmal zwischenspeichern, nur für den Fall, dass wir irgendwie draufgehen. Wir sind bei Folge 81, oder? Boop. Geht voran. So, gucken. Das ist doch kein Geheimnis. Da sind die zwei Milizen, alles klar. Und hier haben wir den guten Bauer. Der arme Kerl kann einem leid tun. Also, ich soll mich um euer Milizenproblem kümmern. Ich soll mich um euer Milizproblem kümmern. Ich dachte schon, es würde niemand mehr kommen. Hab Una schon vor Tagen Bescheid gesagt.
wozu bezahle ich eigentlich meine Pacht? Die Mistkerle kommen bei uns jede Woche einmal vorbei und kassieren die Abgabe für die Stadt. Es trifft sich gut, dass du gerade jetzt kommst. Das ist normalerweise immer ihre Zeit. Sie müssten eigentlich jeden Moment hier sein. Warum knöpft ihr euch die Miliz nicht selber vor? Ihr seid so viele Männer. Warum knöpft ihr euch die Miliz nicht selber vor? Wir sind viele, das ist richtig. Aber wir sind keine ausgebildeten Kämpfer, so wie die Miliz. Verstehe. Die Miliz soll ruhig kommen, mit denen werde ich schon fertig. Die Miliz soll ruhig kommen, mit denen werde ich schon fertig. Da bin ich ja mal gespannt. Da vorne kommen sie nämlich schon. Hab ich's dir doch gesagt. Na dann viel Glück. Zeig's ihnen. Das gibt doch nur noch mehr. Da sind sie ja. Sieh mal einer an. So eine Witzfigur. Was hast du hier zu suchen, hä? Du bist doch einer von diesen dreckigen Söldnern. Ich bin euer schlimmster Albtraum. Ich will, dass ihr hier verschwindet. Ich will, dass ihr hier verschwindet. So, so. Du willst also, dass wir verschwinden. Was passiert denn, wenn wir nicht gehen, hä? Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Dann habt ihr zum letzten Mal den Bauern belästigt. Dann habt ihr zum letzten Mal den Bauern belästigt. Du nimmst dein Maul ganz schön voll, Schwachkopf. Das ist wirklich nicht mein Problem. Mein Gott, ein Wie du nichts triffst, Alter. Mein Gott. Okay, muss ich da noch irgendwas tun oder sind die schon tot? Die scheinen direkt tot zu sein. Die waren auch nicht sehr stabil. Hashtag Realtalk. So, grobes Breitschwert, aber da war ich jetzt aber echt stabil im Gegensatz zu jetzt manch anderen Gegnern, den wir schon hatten. War das jetzt ja mega easy? Ich habe nur nicht getroffen. Hallo? Euer Milizproblem ist Vergangenheit. Euer Milizproblem ist Vergangenheit. Nicht übel. Vielleicht bleibt am Ende des Monats jetzt ja auch mal was übrig. Danke. Immer gerne, ne? So, kann ich jetzt mit dir reden wegen... Das hätte doch besser wissen müssen. ...dem Bauerndude Malak? Bearbeite dich nicht? Nee. Ich versuche ihn jetzt nochmal anzusprechen, weil wir haben ja immer noch die andere Quest offen mit dem Typen. Geht aber nicht. Ja gut, dann gehe ich jetzt erstmal zurück, gebe das ab und vielleicht, wenn wir dann wiederkommen. You never know, ne? Ich will jetzt erstmal eine bessere Rüstung haben, muss ich sagen. Hab ich Bock drauf. Problem gelöst. War doch easy. Sie ist zurücklaufen. Man läuft halt dann schon sehr viel in dem Game. Das muss man einfach sagen. Du bist viel am Laufen, das ist so. Das ist ja, gehört aber dazu, ne? Laufen wir wieder zurück. Sagen kurz Bescheid. Kriegen hoffentlich eine bessere Rüstung. Und dann können wir mal gucken, ob wir dann mal entspannt ins Minental können oder so. So. Schlendern wir wieder über die Felder. Wir können ja dann gleich mal versuchen, das nächste Ornamentstück zu finden. Das ist nämlich hier auf dem Weg. Und wir scheinen ja doch stabil genug zu sein. Insofern könnte klappen. Da spazieren wir. Da vorne seht ihr schon den Steinkreis, ne? Da wird das sein. Das nächste Ornament. Das sind wahrscheinlich all diese Steinkreise. Beim Bauer ist auch noch einer. Hier bei Bauer Loba. Da kriegen wir dann wahrscheinlich auch noch eins. Und dann das letzte wird irgendwo eklig sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ansonsten waren die, scheint das alles erreichbar zu sein. So, hier. Auf geht's. Laufen, laufen, laufen. Du, du, du. Du, 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 du. Da wird wieder ein Apfel geknuspert. Von mir erfährt keiner was. Ich freue mich, wenn wir dann irgendwann den Dude hier umhauen können. Weißt du, der ist immer bedroht und so. Das wird super werden. Torloff, hallo! Ich habe mich um Bengas Milizproblem gekümmert. Ich habe mich um Bengas Milizproblem gekümmert. Hast du auch dafür gesorgt, dass sie morgen nicht wieder bei ihm auf der Matte stehen? Das dürfte ihnen sehr schwer fallen. Gut gemacht. Gut gemacht. Wenn ich was Neues habe, sage ich dir Bescheid. Alles klar. Da muss man mal ganz kräftig dazwischen gehen. Da muss man mal ganz kräftig dazwischen gehen, da sag ich euch. Habe ich aber auch immer gesagt. Ja? Mein Reden schon die ganze Zeit. So, hier bitte bessere Rüstung. Die.
Das ist wirklich. Wie sieht's mit einer besseren Rüstung aus? Wie sieht's mit einer besseren Rüstung aus? Du hast deinen Auftrag erfüllt. Ich habe hier eine bessere Rüstung für dich. Das heißt, wenn du das nötige Kleingeld hast. Ja, sicher. Mittlere Söldnerrüstung. Buff. Gib mir die Rüstung. Hier hast du sie. Eine gute Rüstung. Ich hab da meine eigene. Bombs, wunderbar. Alter, jetzt sehen wir auch gut aus. Jetzt sehen wir gut aus. Ich finde, damit sind wir bereit, auf jeden Fall jetzt in die Milenkolonie zu gehen. Jetzt gucke ich mal kurz ins Logbuch, was wir so alles haben. Also, wir haben noch die Teleportsteine. Beweise. Lord Hagen will, dass ich Beweise für Dienst. Dafür müssen wir ins Tal. Lucia schrieb einen Abschiedsbrief. Alverich, das wird ihn sicher interessieren. Da habe ich ihm schon gegeben. Keine Ahnung, warum das Ding immer noch auf ist. Die verbotene Weide. Der Bauer Benga hat dem Schafhirt Balthasar verboten, einen Schaf aufs Weideplateau zu führen. Sobald er wieder auf seine Weide lässt, werde ich etwas für ihn tun müssen. Ich habe ihm ja schon geholfen. Egal. Okay, dann machen wir jetzt erstmal. Wir können natürlich jetzt auch mal gucken, was passiert, wenn wir da hochgehen zu Dexter. Wollen wir einfach mal machen? Wir können ja mal hochgehen. Entweder bringen die uns jetzt um, oder man kann da hin. Das sehen wir gleich. Können wir mal ausprobieren. Man muss einfach mal ausprobieren. Zum nächsten Morgen schlafen. So. Auf geht's. Whoop. Und wenn das scheiße sein sollte, können wir ja immer noch wieder dann weitergehen. Nochmal hoch zu Benga. Gucken, ob wir jetzt vielleicht irgendwie wegen der Weide schnacken können. Und wenn das nicht klappt, gehen wir weiter Richtung Minental. Denn ich habe Bock, mit euch ins alte Minental zu gehen. Ich will jetzt einfach hin. Ich will wissen, wie das ist. So, aber erstmal gucken, was da oben ist. Ich glaube, da gibt es einfach nur aufs Maul. Ich glaube, die hauen uns volles Pfund sofort aufs Maul. Bin mir ziemlich sicher. Aber das sehen wir gleich. Nicht wahr? Aber bessere Rüstung jetzt am Start. Das ist schon mal geil. Also eigentlich gutes Schwert, gute Rüstung. Jetzt müssen wir nur ein bisschen Stärke pimpen. Das hilft jetzt nichts. Da müssen wir mal ein bisschen bei. Wenn wir das auch noch irgendwie so auf 50 kriegen oder so, dann sollte das deutlich angenehmer werden alles. Schwertkampf müssen wir auch noch hochpimpen. Da sind wir auch kacke. Das muss auch noch besser werden. Es gibt viel zu tun. So, mal gucken, was hier oben abgeht. Erstmal speichern, man weiß ja nie. 812 und auf geht's. Was für ein schön texturierter Stein. Wunderschön. Kann ich hier irgendwas einsammeln, wenn wir schon mal hier sind? Mich brauchst du das nicht zu fragen. Okay, ich gehe ja doch mal durch den richtigen Weg. Ich habe ein bisschen Sorge. Hier stehen sehr viele. Also, da sind so viele Leute, das kann eigentlich kein Kampf werden. Das ist ein bisschen zu krass, glaube ich. So. Halt! Du kannst hier nicht vorbei. Ich will mit deinem Anführer sprechen. Ach so, du willst mit meinem Boss sprechen? Ja, dann lasse ich dich natürlich durch. Aber nur, wenn du seinen Namen kennst. Denn wenn nicht, muss ich dich töten. Also. Töten! Diego Dexter. Dexter. Tja, schätze, du kennst meinen Boss. Okay, ich lasse dich durch. Aber ich warne dich. Kommst du irgendjemandem zu nahe, kommst du hier nicht mehr lebend raus. Also atme tief durch und lass die Waffen stecken. Dexter findest du im Haus. Okidoki. Direkt mal noch eine Steintafel gefunden. Das scheint ja keinen zu jucken hier, ne? Bandit. Alter, hier brauchen wir erstmal keinen Kampf anzetteln. Das können wir nicht gewinnen. Aktuell nicht. Gehen wir mal rein hier zu Dexter. Okay, hier ist Dexter nicht. Moin Leute, alles gut bei euch? Noch mehr Banditen? Jede Menge Banditen. Alter. Alter, es sind halt echt viele. Silberner Kelch, schade. Wenn der Gold gewesen wäre, hätte ich mir den so reingesnackt. Sieh an, wer da ist, der große Befreier. Na du Held, was suchst du hier? Ich suche ein paar Antworten. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du freiwillig hierher kommst. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich dich hab suchen lassen. Noch keinen von meinen Steckbriefen gesehen? Deine Visage ist da drauf. Ja, du bist ein begehrter Mann, hast du das nicht gewusst? Was willst du denn von mir? Ich? Gar nichts. Aber mein Boss, der ist ganz heiß drauf, dich zu töten. Deswegen soll ich dich finden und deinen Kopf zu ihm bringen. Man erzählt sich, dass du Leute aus Kurinis verschleppst. Man erzählt sich, dass du Leute aus Kurinis verschleppst. Dahinter bist du also auch schon gekommen. Saubere Arbeit, kann ich da nur sagen. Ich dachte, ich hätte meine Spuren besser verwischt.
Judy. Du, wir machen jetzt erstmal kurz den kleinen gemütlichen Break, es geht aber gleich weiter. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr soweit bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst doch mal den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer, gerne unter dem Video posten. Und ansonsten setzen wir das Gespräch gleich im nächsten Part fort. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.